jetzt geht's los. Ich bin mal gespannt, was uns dann wieder alles erwartet. Im Urlaub, in den Bergen, am See und wie das Wetter wird. Und ich freue mich auch schon wieder, wenn ich zu Hause bin. Jetzt sind wir an der Tankstelle. Wir haben Manuel vorhin AdBlue nachgefüllt aus dem Kanister und die Hände dreckig gemacht. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den Luftdruck gefüllt. 5,5 Bar, sehr, sehr viel. Ich hätte etwas weniger genommen. Wir haben die Scheiben halbwegs sauber gemacht. Hier piepst irgendwas. Und wir fahren jetzt los. Und fit. Piepsen tut's, glaube ich, bei dir. Bei mir ist alles okay. Bis dann, ciao. So, wir waren jetzt gerade in Heppenheim im Mediamarkt, haben eine Festplatte gekauft, ein Handystab. Ja, und ein USB-C-Ladegerät, das uns nichts nutzt, weil wir hier keinen USB-C-Anschluss haben im Van, sondern nur USB-A. Macht aber nichts. Weit. So, da sieht man schon die schwarzen Waschstaus eben, hier ausgeschildert. Bitte? Den oder den nächsten, wie du möchtest. Der sieht auch noch voll aus, oder? Ja gut, dann nimm den. Unsere Kaffeemaschine, man macht unten Wasser rein, dann ist da so ein kleiner Einsatz, wo der Kaffee reinkommt und dann entsteht ein Kaffee. Ja, hier hängen unsere Frühstücksäpfel, das zählt nicht, das sind Kekse. Ja, da sieht man auch die Biere von gestern. Die Tasche muss noch weggeräumt werden, das sind Klamotten von der Monika. Hier für abends das Lesen, meine Brille. Da oben sind meine Sportsachen drin. Und da kam die kalte Luft, von der Monika gesprochen hat heute Nacht, so um die 10 Grad. Der Ausblick auf den Parkplatz, wir sind nicht allein, es sind recht viele Camper. Ja, links ist der Stausee, ich habe schon meine Laufhosen an, ich mache gleich eine Laufrunde. Das sind alle hier, das ist ja ein Ausflugsgebiet. Das geht ja gar nicht, das ist ja auch eng alles. Ja, aber es geht gar nicht anders hier. Das ist gar nicht so dramatisch. Das ist wirklich hier ein Ausflugsgebiet und es ist Mittagszeit. Wir machen sogar einen Parkplatz frei, wie er sich gehört als Camper. Und fahren jetzt Richtung Bayersbronn.
Falsch, irgendwie bist du früh gefahren. Ja, ich hier rein geht's doch. Jetzt hier rechts. Ja, genau. Die Ankunft der Strecke zwischen Mitteltal und Obertal Papayaskron. Einen wunderschönen guten Morgen nach der kleinen Morgengymnastik, bevor ich dann auch mit der Serie 1 mal anfange hier. Noch einmal eine Aufnahme, heute mit Weitwinkel zu unserem kleinen Wohnmobil. Hier haben wir heute Morgen Kaffee gekocht. Draußen stehen die Campingsachen. Neuerdings haben wir auch Stühle dabei und so schöne nette Tücher, die Monika selbst gebastelt hat, um Schatten zu spenden. Und hier nochmal der Innenbereich. Da ist die Monika früh am Morgen, sie geht gleich ins Schwimmbad. Ja, mir gefallen die Wimpeln sehr gut. Hier oben ihre Klamotten, Süßkram wie Nüsse und sehr Geschirr. Da haben wir jetzt so leichtes Geschirr, das nicht kaputt geht. Das ist auch besser als das Geschirr von früher. Etwas Obst und unser Schlafbereich. Und ja. Hier sind die zwei Fächer für den Ralf Reiner, seine Klamotten. Genau. Beachte, ich habe nur einfach, der Süßkram ist im Ralf Reiner, sein Nusszeug. So ist die Verteilung hier. Hier unsere Sitzecke, die ist natürlich auch ziemlich im Gebrauch. Hier oben unsere Technik wie Fotos, Notebooks und dergleichen. Momentan liegen sie hier unten. Als WLAN-Router nehmen wir so einen günstigen Router, den meine Tochter mal für 10 Euro irgendwo gebraucht gekauft hat. Aber funktioniert ganz gut, wird etwas warm, aber geht. Ja gut, so, wir machen uns jetzt auf. Sie geht ins Schwimmbad, ich mache Yoga und danach gibt es Frühstück. Am Nachmittag ist geplant, nochmal unsere Familie zu treffen. Bis spät. Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 19. Juli. Ralf Reiner ist schon ganz fleißig bei seiner Morgengymnastik als Vorbereitung für seinen Lauf, den er jetzt geplant hat. Und ich habe im Camper etwas aufgeräumt
Das muss auch sein und das ist auch wichtig. Nachher werden wir eine Wanderung auf die Wanderhütte Satellei begehen und dort treffen wir uns dann mit Ralfs Mama und seiner Schwester und Helmut. Helmut wird übrigens morgen am 20. Juli 96 Jahre alt. Deshalb wandert er auch nicht zur Satellei, sondern er lässt sich fahren. Recht hat er. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Lauf heute klappt. Ich bin noch ein bisschen vom Donnersberg am Knie verletzt. Und ich hatte vor, 13 Kilometer zu laufen, ein bisschen 300 Höhenmeter. Aber mal sehen, es ist auch schon sehr, sehr warm. Da müssen wir einfach mal gucken, was so tatsächlich geht und was nicht. Ja. Aber nur noch eine letzte Übung vor dem Frühstück, vor dem Lauf. 20 kleine Bons. 3, 4. Jetzt sind alle Übungen für seinen Lauf fertig. Jetzt noch eine kleine Stärkung. Schuhe. Ich nehme auch ein bisschen Wasser mit. Das Frühstück mit leckeren Brötchen. Die Laufschuhe sind natürlich wichtig. Getränke habe ich so einen kleinen Getränkegürtel und das Handy nehme ich mit für die Fotos. Ich hoffe, das ist ein sehr, sehr altes. Ich hoffe, dass das durchhält. Und letztes ist ja auch in Burg Donnersberg bei dem Sturz, ich glaube, das Knie verletzt habe, kaputt gegangen. Ja, es ist komplett zersprungen, als ich auf einen Stein drauf geflogen bin, bergab. Aber das andere Handy hat bis jetzt durchgehalten. Stunden später. Ja, es geht gleich los, habe ich gesagt, ja. Und selbst die Strecke geladen. Da rennt er dahin. Jetzt nach 3 Kilometern bin ich oben in der Nähe von der B500 angekommen. Es ist sehr, sehr warm. Berghoch ging's. Und jetzt geht es erstmal ein kleines Stück eben weiter. Ich zeige euch das kleine Stück mal. Es ist sehr, sehr schön hier. Von hier bin ich hochgekommen. Ganz oben am Rand seht ihr den Verlauf der B500. Und jetzt drehe ich mich um 180 Grad. Hier laufe ich jetzt zurück Richtung Baiersbronn. Also nicht nach Mitteltal, Richtung Baiersbronn. Ist ja noch schöner zu sehen. Hier kann man direkt sogar den Campingplatz erkennen. Ja, und hier ist auch der Weg. Und da unten bin ich auch hochgelaufen. Da sieht man das Tal. Das Richtung, der Weg Richtung B500. Hier sieht man das Hotel, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Da ist meine Mutter, meine Schwester und der Lebensgefährte meiner Mutter untergebracht. Ja. So, da oben ist die B500. Ha, ich bin gerade einen Berg hochgelaufen. Ganz oben ist auch eine wunderschöne Aussichtsplattform. So, hier habe ich eine kleine Pause gemacht. Hier kann man sich erfrischen, einmal den Kopf nass machen. Es ist über 30 Grad jetzt hier in der Mittagssonne. Aber hier gibt es ganz viele Bremsen. Das heißt, ich mache mich gleich weiter. Bis gleich dann. Da kommt er zurück. Der Marathonmann. Geschafft. Und wie war's? Gut warm draußen. Eieiei. Dafür habe ich nicht rennen müssen, um das zu wissen. Aber es war schön, die Strecke hat Spaß gemacht. Ich habe auch einige Clips aufgenommen. Ja, aber ich denke mir, ich nutze die Gelegenheit jetzt, hier auf dem Campingplatz auch mal duschen zu gehen. Das ist jetzt ein paar Tage schon überfällig. Und oh ja. Ja, rasiert habe ich mich heute, heißes Wasser angemacht, aber duschen ist, glaube ich, besser da drüben. Das
mache ich jetzt auch. Und dann müssen wir eh losgehen, weil wir sind ja um 3:30 der Zeit live verabredet. Und heute ist alles schon ziemlich sehr spät geworden, sodass Yoga jetzt erstmal ausfällt. Es ist 1:15. Ja, ich schätze mal, wenn wir die große Runde zur Satellei machen über die hohen Berge, brauchen wir locker 3 Stunden, wenn wir scharf gehen. Und ja, sehr scharf gehen müssen wir. Laufen und über diesen Berg entlang, während wir jetzt hier diesen Weg hochlaufen. Monika ist wie immer vorne, ich tapsle hinterher. Ja. Hier kommt Monika, sie läuft schon den Weg nach vorne weiter. Hier unten kann man jetzt Obertal sehen, im Tal. Wir queren jetzt rechts Richtung Tanzplatz und laufen hier den Berg hinauf. Hier gibt es auch Himbeeren. Da geht's hoch. Der Beweis für die Himbeeren. So, es geht hier relativ steil hoch. Monika kommt jetzt auch. Die Himbeeren waren super lecker. So, jetzt laufen wir zur Satellei. Es gibt einige Diskussionen, welchen Weg wir gehen. Ich bin für den kürzesten, Ralf Reiner will den höchsten. So ist es halt immer bei uns. Jetzt läuft er davon. Aber erst geht's mal runter und ich komme etwas zu Atem. So, Monika kommt auch jetzt hier wieder. Nach dem kleinen Disput über den Weg haben wir jetzt doch eine Möglichkeit gefunden, nochmal berghoch zum Höhenweg zu kommen. Sonst wäre der Weg einfach zu lang geworden. Gleich gibt es mal eine Trinkpause. Wir haben jetzt gut 2 Kilometer, allerdings berghoch. Mal hier. Wir sind jetzt fast auf dem Höhenzug. Monika kommt den wunderschönen Steig entlang gelaufen und seht einmal dieses Panorama. Wirklich, das ist so schön hier. Da habe ich heute Morgen gelaufen. Da oben ist die Schwarzwaldhochstraße mit dem Aussichtspunkt. Und hier geht es jetzt hoch weiter zum Höhenzug. Andere sind jetzt gleich in der Satellei nach knapp 8 Kilometern. Monika geht schon vor. Und wir können hier sehen, die Sonnenschirme sind schon aufgebaut. Und in der Satellei wartet bestimmt schon meine Familie, weil wir knapp über 1/2 Stunde zu spät sind. Aber es war eine klasse Wanderung. Bis gleich. So, angekommen, Treffpunkt mit Familie. Das ist aber jetzt für nach dem Wanderung schlecht. Dorf Mitteltal. Kleinigkeit zu trinken. Vielleicht eine Wunschkarte. Und dann geht's zurück zum Zeltplatz.
hat sich in den Schatten gesetzt, war schon ganz fleißig heute Morgen. Ja, ich mache noch ein paar Yoga-Übungen, dann machen wir uns langsam fertig, auch in das Forellenrestaurant zu fahren. Aber das wird noch etwas dauern. Wir sind erst 2:45 dort verabredet. Ich mache weiter mit meiner Serie. So, ich habe es mit dem Kämmen und Duschen und so heute Morgen nicht mehr hingekriegt, hatte aber die Serie, ein Brötchen, und jetzt laufe ich zum Forellenhof in Bulbach. Dort treffen wir uns nochmal mit der Familie, bevor die Reise nach Süden weitergeht. Alles, alles Gute, bis dann, dann, ciao. Also ich muss die Strecke noch laden, wie immer, das ist so ein Ding, was ich dann immer gerne vergesse. Das Ding sagt mir, ich soll nicht trainieren, ich hätte gestern schon zu viel gemacht. Aber mein Knie geht gut, also es tut gar nicht weh. Und Strecken. Jetzt hoffe ich, die Strecke ist geladen. Sie ist geladen. Es sind 8 Kilometer mit so einem längeren Berg drin. Es sollte also hoffentlich jetzt noch gehen. Ich bin dann halbwegs pünktlich, denke ich mal. Vielleicht 5 Minuten zu spät, wenn es gut läuft. Strecke begonnen und los geht's. Tschüss! Ein Drittel auf dem ersten Berg angekommen und dachte, nutze die Gelegenheit, euch noch mal einen Rundblick zu zeigen auf den Zeltplatz und auf Mitteltal. Ist noch mal gegen die gegenüberliegenden Berge. Hier unten seht ihr jetzt den Zeltplatz. Monika ist bestimmt schon losgefahren. Nebendran ist ein wunderschönes Naturbad. Ja, leider kann man da erst ab 13 Uhr rein, weil vorher keine Badeaufsicht ist. Da drüben seht ihr auch vielleicht gerade so nochmal den Ringenturm. Das ist so der dritte Berg von hier aus gesehen, auf der linken Seite. Unten ist Mitteltal und auch das Hotel, wo wir gestern meine Familie besucht haben. Die Satellite ist von hier aus nicht zu erkennen. So, bis später. Ciao. Hallo zusammen. Hier bin ich angekommen. Hier ist der Forellenhof. So, wir verlassen jetzt die Gegend von Obertal und fahren die Ruhesteinstraße hoch zur Schwarzwald-Hochstraße. Und dann denken wir, dass wir queren den Schwarzwald und auf die Autobahn fahren Richtung Konstanz. Die ganzen Landstraßen in Schwarzwald hatten wir im letzten Oktober schon. Ja, man hört jetzt hier den Tisch, den haben wir da momentan noch nicht ganz optimal oben wackelig untergebracht. Das machen wir das nächste Mal besser. Hier sieht man den Ruhestein. Rechts der große Parkplatz und der Sessellift. Links kommt das Hotel, das Museum vom Nationalpark. Gerade sind wir angekommen und genau als wir hier reinfuhren, fing es an zu regnen und jetzt schüttet es wie aus Eimern. Der geplante Spaziergang zum See fällt erstmal aus. Wir sind jetzt in Moos beim Bodensee, also am ganz, ganz westlichen Ende. Ja, und hatten erst überlegt, jetzt gleich essen zu gehen, aber bei dem Wetter ist selbst die Gaststätte, es gibt zu weit. Naja, jetzt fangen wir erstmal an, die Daten fürs Internet zu übertragen. Bis dann, ciao!